Ja, sind wir an meinem Lieblingskloster mit. Im wunderschönen Klostergarten. Da habe ich schon mal Videos reingestellt, wo ich immer wieder mal hingehe. Das ist der obere Teil. Der untere ist da unten. Schöne Feigen da und was da so schönes machen. Herrlich, diese Dachziegel. Herrlich. Ich finde das so genial. Auch in Rothenburg waren so viele originale Dachziegel. Ob ihr das gedacht habt? Herrlich. Das ist genial. Herrlich. Früher alles. Auch das ganze Gebäude, alles mit Muskelkraft und Färbekraft, wenn man sich überlegt. Hier. Wenn ich das Video drehe, wieder mal, ich denke mal, sehr schlechte Geräusche, hatten wir Wind, aber guckt, da sehen Sie niemand, kaum. Also, kommen Sie drauf an. Hier, seht ihr, ist natürlich sehr, sehr teuer investiert, ist natürlich Eiche genommen worden. Und ihr seht an der Feinheit zwischen dem Rasen und der Kante, siehst du einen Unterschied. Ne? Das ist mehr vermoost. Das bedeutet, da haben die immer wieder schon mit der Hacke versucht, das dann irgendwie frei zu hacken. Und deswegen ist das hier verändert. An der Stelle. Das ist praktisch, wenn man jetzt so diese, wenn man so diese Hochbeete so macht, mit diesen Brettern, durchaus möglich. Aber ich hätte da diese Hölzer reingelegt. Dass man, wenn schon, denn schon mit dem Rasenmäher schöner ran mähen kann und auf diese Plastik hier drinnen, das finde ich auch blöd günstig, weil dazwischen können auch nochmal die Schnecken sich so will verstecken und dann so die Plastik, bin ich nicht so der Fan, ist halt nur eine kurzfristige Angelegenheit, aber auf jeden Fall von den ganzen Hochbeeten, wenn man was machen will, finde ich diese flacheren Hochbeete, wie man das hier ab und zu in der Schweiz sieht, eigentlich sonst seltener. Ich habe es ja schon mehrfach gesehen im Klostergarten, teilweise auch noch stärkere Balken haben die genommen. Und da war aber, glaube ich, keine Verstärkung. Und hätte man jetzt mal auch in die Ecke reinsetzen können. Genau, aber da finde ich, das ist noch ganz gängig. So, wenn man da was machen will in diesem Bereich. Und muss man natürlich immer schön dann wieder Pferdemist und so weiter reinbringen, Holzkohle immer wieder. Weil ihr seht, auch hier mit der Auffüllung ist, vielleicht wurde auch ein magerer Boden hier bevorzugt. Das ist ja nur mehr für Kräuter und so weiter. Das sind dann mehr Steine und so weiter. So finden Sie das Gemüse. Ja, genau. Wollte ich noch mal zeigen. Ja, sieht doch gut aus. So insgesamt gefällt es mir ganz gut. Trotzdem. Aber die Dinge hätte man weglassen können.